Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben da draußen. Oh, ich habe die Kopfhörer noch auf. Ich habe zu Hause immer meine Bluetooth-Kopfhörer drauf. Ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich bei euch für die Kommentare, fürs Anschauen. Ja, Friends, die Friends Zone, die Zone, die Frist endet. Der Zuhälter ist ein Geschäftsmann, ein Prediger. Ja, zugehalten, zu jemanden gehalten, zu nah. Ich sehe gerade, wie jemand auf meinen Kanal die Hand drauf hält. Aber das ist mit Sicherheit auch Gottes Hand. Ja, die Anhänge, jemanden etwas angehängt, ihr Lieben. Ich will gleich mal zur Sache kommen. Ja, jemand, der immer sehr schnell zur Sache gekommen ist. Das kann man jetzt doppeldeutig sehen. SOS ruft die Kripo und beendet die Verhandlung. Der zweite Teil von 2, 2 von 2 Treffer, Quote. Das ist das neue Video von der Barbara Salesch. Es geht um ein Zeitfenster. Ja, spät, kam spät, aber Teil 2 kommt. Auf jeden Fall, die Frist endet. Eine Wertermittlung ist abgeschlossen. Jemand wurde unter Druck gesetzt. Unter Druck konnte jemand irgendwas immer nur machen. Oder es geht ja irgendwann auch nicht mehr unter Druck, ne? Aufs Herz gedrückt. Denn hier liegen gestern, habe ich mal einfach nur abgehoben. Ups, einfach nur abgehoben. Ein junger Mann, den hatten wir doch letztens schon, den Kelchritter. Ich kann heute mein Gesicht nicht zeigen, mein Stativ, da ist der Dreher zum Justieren. Ich habe mir schon einen neuen bestellt gestern. Ja, ich kann heute mein Gesicht nicht zeigen. Jemand hat das Gesicht nicht gezeigt, die 9 der Schwerter. Und die 5 der Stäbe. Ein Konflikt, gegensätzliche Persönlichkeiten, widersprüchliche Aussagen. Ich lüge für dich und du lügst für mich. Ein Urteil, ja, es geht auch um Kampf, um Gewalt, um Ungehorsam. Jemand kann nicht mehr schlafen, versumpft, ist sehr unglücklich, zwanghafte Gefühle, zwanghaft etwas machen, das ist ja dann manchmal auch irgendwie, ja, Suchtverhalten, aber auch Bedauern, Reue, schlaflos, Insomnia 2.0. Ich habe in der Bibel immer noch Jesus Sirach offen. Ja, Revision unter Druck hat sich sofort gesetzt. Jemand kann sich jetzt alles erklären. Ja, Wunschpartner, Fragezeichen, ist fraglich. Fragt dich. Ich sage ja immer, frag Gott. Ich würde mir niemals anmaßen, einen Ratschlag zu geben. Deswegen prüfe ich selber auch gerne mit der Bibel. Ich habe auch gerade die Predigt mir nochmal fertig angeguckt. Ich bin eingeschlafen dabei von diesem einen Kanal. Ich habe das in die Playlist rein. Ja, wenn du das in 100, wie 120 Minuten, dann weißt du, was in deinem Leben los ist. Aber da, ne, das ist zum Beispiel ein guter Prediger, aber da gehe ich auch nicht mit allem konform. Der hat zum Beispiel über Tattoos ein bisschen doof gesprochen. Denn ich kenne auch einen Prediger, der hat auch krass viele Tattoos. Das ist auch eine Sache, wo man manchmal die Vergangenheit verarbeiten kann und auch mit einem Totenschädel. Denn ich meine, Jesus ist ja auf Golgatha, der Schädelberg, beerdigt worden. Und manchmal steht der Schädel ja auch nur metaphorisch für etwas und nicht immer für den Tod. Ja. Sind nicht immer böse Geister. Man darf nicht immer alles nur verteufeln. Ja, die Kripo, SOS, der Notruf, die Rettungsleine, entgegen der Erwartung. Manchmal erwarten wir Menschen einfach etwas von einem anderen Menschen und schauen ihn nur äußerlich an. Ja, nur zu einem Zweck immer gerufen, benutzt. Sündiges Verhalten. Es geht gerade viel um Sünde und es geht, glaube ich, auch gerade viel um die Erlösung, ne? Ja, das perfekte Match. Erdnüsse für den kleinen Mann. Ich muss mich noch mal sammeln. Jemand stammelt. Ja, stumble. Gerade eben lief es ja, ne? Das Herz. SOS, ein Thriller im Gerichtssaal. Der Richter. Thriller. Michael Jackson.
Es tut mir leid, ich weiß nicht wohin. Ein Zahnarzt lächeln. Jemand hat immer alles nur weggelächelt. Ja, gleich, gleich. Winken. I feel so good. Hab Nein gesagt. Zu Gott Nein gesagt immer. Ja, es ist noch nicht zu spät. Das hat Jesus gemacht und bleibt jetzt hier. Manche Dinge können wir uns nicht erklären. Manches hat der Teufel geschickt und manches hat Jesus Christus geschickt. Alles in deinem Tempo. Der Tempomat, eine Automatik im Auto, beim Arzt gewesen. Jesus schickt uns die richtigen Ärzte, aber manchmal nicht gleich beim ersten Mal. Diese Frau war auf Kurs, dieser Mann war schon auf Kurs, Course of Miracle. Und dann den Kurs wieder verloren, den Kuss. Ein Kuss spielt eine Rolle, kann nur Gott bewirken. Es geht um Sex und um Liebe. Das sollte man niemals trennen. Und dieser Kommentar, da bedanke ich mich gerade mal nochmal. Da hat die eine geschrieben, der Titisee trennt Bolivien und Peru in Südamerika. Der Hammer. Eine Trennung. Es wird gerade getrennt. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Ohne Liebe kann man sich nicht körperlich auf jemanden einlassen, ne? Die Salbung wurde ausgegossen, aber nicht auf jeden. Ja, irgendjemand hatte immer den falschen. Wenn Menschen nicht den Willen Gottes erkennen. Die neue Predigt vom Livestream Würzburg, die fand ich auch gerade sehr passend. Es geht immer noch viel um Narzissmus, ne? Ja, König Saul und David will kennenlernen. Den Willen erkennen von Gott. Gott kennt uns alle schon von Anfang an. Schon vor der Geburt ist ja immer etwas schon festgelegt. Aber wenn man sehr im sündigen Leben drinsteckt, dann kann man den Willen Gottes nicht erkennen. Dann ruft man die Menschen immer nur zu gewissen Zwecken und benutzt jeden, ja, und bleibt manchmal da drin stecken. Ein Friedensmittler, harmoniebedürftig, die Papstmitra 144. Jesus bleibt für immer in deinem Herzen, wenn du ihn reinlässt. Gemacht, immer die Betten gemacht. Frau Holle, schüttel deine Betten aus, es hat geschneit. Der Winter, ich habe noch ein Herz dazu gemalt. Ich habe im Moment immer das Bedürfnis, wenn ich auf einem Sandweg laufe, dann male ich da immer ein Herz hin. Ein Evangelist, Manga, Mango, eine Mangrovenstachelschnecke, ein Manko. Da ist ein kleines Loch drin in dieser Muschel. Cocktailkleider für die schlanke Linie. Ja, Gefühl, völlig überlastet zu sein und zu versumpfen. Oh Baby, Fragezeichen. Der Happy Sale bei Skoda. Mehr Informationen gebe ich dir, wenn du da bist. Ich habe ganz viel geschrieben gestern. Sorry, ich habe mal kurz die Tür rangemacht, damit das nicht so laut wird. Ja, das muss ja nicht jeder hören. Ein Thriller. Ich weiß nicht, was es geht. Ungesundes Verhalten, das sofort abgestellt werden muss. 111. Der Truthahnflügel. AK, Zebra, der Zebrastreifen, manchmal hast du keine Ampel und beim Zebrastreifen halten die Autos manchmal auch nicht an, ne? Ja, da hast du dann skrupellose Autofahrer, geht über Leichen, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Er ist der Meinung, der Zweck heilige die Mittel. Und da werden dann kleine Toys bestellt. Ja, Toys are us. Tut eure Werke vor der Zeit der Vergeltung, so wird er euch den Lohn geben zur rechten Zeit. Gepriesen sei der Herr auf ewig, gelobt sein Name für alle Zeiten. Die Weisheit des Jesus, des Sohnes Eleasars, an bis in alle Ewigkeit. Amen. Jesus Sirach 51, Vers 30, eure Seele freue sich an meinen Lehrstuhl, der leere Stuhl. So hieß doch mal ein Video, da ging es doch um Missbrauch, ne? Der Gaukler, der Magier, wie von Zauberhand hat sich was verdoppelt.
meines Liedes sollt ihr euch nicht schämen. Ja, schäm dich nicht. Kein Problem. Ja, schäm dich nicht für das, was du bist und schäm dich nicht für deinen Körper. Es geht gerade, ja, wie lange noch wollt ihr das alles entbehren und eure Seele dürsten lassen? Ich öffne meinen Mund und sage von ihr, die Glocken läuten, die Glocken von Rom, der Schaft, der Stiefel, Italien, die Italo Brothers, erwerbt euch Weisheit, es kostet nichts. Ja, wenn man Gottes Willen erfüllt, dann tut man sich daran nicht bereichern, ne? Ein Danklied. Das Schlusswort des Verfassers. Ein spannendes Spiel. Die Abgrenzung gegen die Nachbarn. Zwei Völker verabscheue ich. Und das dritte ist kein Volk. Die Bewohner von Seir und vom Philisterland und das törichte Volk, das in sichem wohnt, in Sichtweite. Ich muss mich noch mal sammeln, in Sichtweite bleibe ich. Der Selfish, selbst ein Fisch, für den kleinen Mann, das perfekte Match. Matcha, du lügst für mich und ich lüg für dich. Vorsicht, Verdunklungsgefahr. Die Sonnenbrille, der 8. April, Sonnenfinsternis, Sonnenfenster. Ein Dachfenster, ja, der Dachfond, der Soßenfond, ja, so finish, fertig, gefällt dir das? Ende? Beim Friseur ist man nicht immer so begeistert von dem, was man im Spiegel sieht. Der Gerichtsvollzieher, enttäuscht vom Dienstleiter, einer Amtsperson, aufgelauert, nur kurz, was angeleiert, die Feuerleiter, ein Leiter in der Feuerwehr ausgeliehen, den Mann sich immer ausgeliehen. Für das Schäferstündchen, ja, wir sind viele, wenn Betrug auf die zurückfällt, die betrogen haben, die selbst betrogen haben, selbst gewählt, zu viel eingekauft, schwer zu schleppen. Ja, die Hochzeitsschleppe draufgetreten und doch wieder schmutzig auch geworden. Aufs Gaspedal. Ich habe letztens zwei Regenwürmer gerettet auf dem Weg. Wann waren das? Vor 2 Tagen. Gestern bin ich mal wieder in eine andere Richtung gelaufen und habe reiche Beute gemacht. Ja, der Schnitter, ich habe mit meinen Fingernägeln, habe ich sie abgezwickt. Die Fingernägel, der Fingernagelzwicker. Letztens waren es nur ganz wenige und Gott hat mich gestern an einer Stelle geführt. Ja, da sitzt jemand und ist ganz traurig. Ich war gestern ganz gut gelaunt und habe mich darüber gefreut, dass ich auf einmal auf einer Wiese stand, die voll war. Ich mag diese Farbe so sehr, ne? Dieses krasse Dunkelviolett. Ja, der 8. April, die 8, das Unendlichkeitszeichen. Da fällt mir mein Tattoo ein. Dieser Pfarrer hat so krass schlecht über Tattoos gesprochen. Finde ich persönlich jetzt ein bisschen Blödsinn, denn es kommt immer drauf an, was man sich tätowiert, wenn man sich nicht gerade den Teufel drauf tätowiert oder hässliche Fratzen. Klar, die ein oder andere Tätowierung bereue ich auch sehr. Aber wie es in der Predigt war vom Livestream Würzburg, wenn dich Gott gerufen hat, dann bist du nicht von Anfang an perfekt und man macht manchmal auch noch Fehler. Ja, Instagram. Ich muss gerade immer an einen Pfarrer denken, der hier auch auf YouTube einen krassen Kanal hat. Der ist auch krass tätowiert. Aber das ist so ein sympathischer Typ, ja. Tut eure Werke. Tut, tut. Ein Auto. Tutu. Tutorials. Titus. Tut eure Werke. Vor der Zeit. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Die 3 der Schwerter lagen dort eben gerade. Es lag doch eben gerade noch hier. Ja, wenn man missbraucht wird, ne? Narzissmus versucht. Die 3 der Schwerter versucht, den 3. Nagel jemanden noch ins Herz zu rammen. Alle haben viel durchgemacht. Ein durchdachtes Strategiespiel. Die ganze Nacht durchgemacht. Hat sich fast gereimt. Kirchen, Pfeil, Dach. Unterm Dach eine Dachwohnung, eine Andacht. Jemand kommt nie mehr zurück. Entschädigungszahlung. Zurücküberweisen, ja, Wish.
could, nee, wish could be the one. I could be the one. Wish I could be the one. Ich weiß nicht, diesen Satz habe ich gestern im Kopf gehabt. In einer Liedpassage. Ja, die Passage. Ich wünschte, du wärst es gewesen. Die einzige gewesen. Verwest, verwaist, verwestet. Eine Weste. Jemand hat immer eine Weste an. Magie. Geschickt. Geht zurück. Verliebt, verlobt, verheiratet. Er weiß es. Eine Anzeige. Es geht um eine Todesanzeige. Ja, die Tankstelle im Mondschein. Schon wieder rausgeschmissen. Ein wechselseitiges Alibi sich gegeben. Ja, Habibi. Habsucht, Baby. Habsucht, Verlangen. Immer nur gerufen. Für Befriedigung. Wegen Abwesenheit von Liebe. Von Zauberhand verdoppelt. Erpresst. Ein Häufchen Elend. Rausgeschmissen. Da fallen mir diese kleinen Tütchen ein, wo man immer die Hundekothaufen wegmachen muss, wenn man sie denn wegmacht, die Haufen, und auch richtig entsorgt. Jemand hat gerade ganz schön viel entsorgt oder macht sich Sorgen. Häufig nur vor die Tür gemacht und dann gleich wieder ab ins Haus. Unter dem Schutz Gottes laufen. Fehlanzeige. Riechst du es schon? Pfeil geht hoch. Raus. Geschmissen. Der Hund spürt ja immer schon morgens, ne, wenn es rausgeht. Ja, Vorsicht, es ist noch dunkel. Nimm eine Taschenlampe mit. Der zweite Nagel, der dritte fehlt noch. 2 Jahre verloren. Coming home. War immer unauffällig. Es klingt gerade wie so eine Predigt bei einer Beerdigung, ne? Vorsicht, Triggerwarnung. Ja, Osterroulette. Solange der Vorrat reicht, es reicht jetzt. Ich brauche nichts mehr. Alles eingekauft, kommt Besuch. Fälligkeit, eine Gefälligkeit getan. Im Hotel, in die Hölle, Motel. Gefallen, ein gefallener schwarzer Engel. Straftaten, ja, Missbrauch, noch minderjährig, ist gelogen. Freiwillig gerufen. Die U-Bahn, Berlin Calling. Ja, bitter, an dich zu denken. Wollte noch Abschied nehmen. So schnell gegangen. Es geht gerade auch ums Wiederaufstehen, ne? Wenn du dein Haus nicht bald zurückholst, kriegst du es nie mehr von Gott zurück. Der Junggeselle sitzt in der Zelle. War keine gute Idee. Der Junggesellenabschied mit einer Prostituierten. Da lernt man nicht so tolle Sachen und von Pornofilmen auch nicht, ne? Wie sagt es der Pfarrer, das bringt man alles mit ins Schlafzimmer und erwartet dann so viel und ist dann enttäuscht, weil Gott sich Sexualität ganz anders vorgestellt hat. Ja, Overdrive, zur Seite gegangen, fast auf die Straße schon gesprungen, ohne Namen. Where the street has no name, ein Hetzer. Ohne Namen, Gesellschaft, in schlechter Gesellschaft, noch zu jung, hat schon früh angefangen mit OPs. Am Montag gehe ich zu den Cops, eine OP-Schwester, sag einfach ja zum roten Audi. Die, au ja, diese Lügen muss man sich erstmal ausdenken, Respekt muss man sich auch verdienen, ne? Sehr intrigant, 3. Mit den blauen Augen, ja, mit den grauen Bergen, die Grauzone, der Eisbär, Aussage gegen Aussage, Ausreden ohne Ende. Ja, mach Frieden mit der Situation, du warst es nicht, du hast es nicht gesehen. Nee, ich hab dich doch gesehen, es geht immer auch noch um Sichtkontakt, ne? Sex mit dem besten Freund oder der besten Freundin. Es geht um Bisexualität. Der Mann der besten Freundin oder des besten Freundes. Sex mit der Schwester vom Freund. Bei jemandem klappt es mit beiden Geschlechtern. Ja, seine Stunde ist noch nicht gekommen. Keiner konnte Hand an Jesus legen. Es geht um Sühne. Ja, die Düne. In die Wüste, du wusstest anlegen, du musstest dich mit jemandem anlegen. Jesus musste all das tun, den Willen Gottes erfüllen, den Rest will Gott erfüllen. Jesus sollte so früh schon wieder gehen.
Deswegen muss er jetzt nochmal kommen, um es zu vollenden. Der Vater schadet, ja, der Schädelberg, ein Weg, der geschadet hat, viermal leise geschrien. Eine Sanduhr, ich habe hier drei Uhren, 3 Uhr nachts oder 15 Uhr, da war doch die Kreuzigung, ne? Es geht um eine 7-Tage-Challenge, am letzten Tag, leichter als du denkst oder anders als du denkst, die Andersdenkenden, wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre jemand schon nicht mehr da. Ja, Jump, Gottesdienst, all for you, dein Dienst. Weinen. Jemand weint gerade sehr geliebt. Weint da mehr als jemals zuvor. Ein Gebet wird erhört. Ja, ganz toll. Den Weg, den du da gehst, noch hingehen. Ich gucke da nicht mehr ins Tollhaus. Zu einer Hure. Die Luftschlange. Lange schon gemeldet. Da gucke ich nicht mehr hin. Okay, das Bengalenfeuer. Es geht gerade auch um den Mond. Es geht um den Drachen. Ja, um den Zahn, Rechen, Wintermesse. Eine Einkaufsmesse. Sie wollte dem Vater mit Absicht schaden. Der Schäfer, ein Weg, der geschadet hat. Mit Absicht. Es geht auch um diesen Amazon-Pfeil, ne? Ja, die Amazone. Wenn Frauen nur mit weiblichen Reizen noch was erreicht. Ich habe Appetit bekommen. Ja, wie heißt es immer? Appetit kannst du dir holen, aber gefrühstückt wird zu Hause. Ich finde, man sollte sich nicht mal draußen Appetit holen. Denn wenn man schon guckt, hat man gesündigt. Und wenn ich schon gucke, ich weiß nicht, wenn ich verliebt bin und mein Partner ist ja 22 und mein Partner erfüllt mich absolut und ich liebe meinen Partner, dann habe ich überhaupt kein Interesse. Da könnte der tollste Mann an mir vorbeilaufen. Das wäre dann die wahre Liebe, ne? Ja, nur zum einem Zweck immer benutzt. Priester, ein Priester, hör auf dein Herz. Jump. Und beim Vormischen ist das rausgefallen. Die eigene Wohnung, das ist doch hier, etwas steht schon im Raum. Es ist schon ganz nah, da ist eine Amtsperson, entweder ein Liebhaber oder wirklich eine Amtsperson oder jemand, der sich wirklich nur verkleidet hat, außen weiß und innen sehr schwarz. Es geht auch um die Hautfarbe gerade, ne? Der Herr gab meinen Lippen Erfolg. Ja, diese Lippen sind Gold wert. Mit meiner Zunge will ich ihm danken, kehrt bei mir ein, ihr Unwissenden, verweilt in meinem Lehrhaus. Jemandem war etwas eine Lehre, eine Lehrstelle abgebrochen. Ja, wie lange noch wollt ihr das alles entbehren, um eure Seele dürsten lassen? Jemand hat gerade sehr viel Durst. Kontakte. Jump. Es geht um die Nachricht, Briefpost. Ein Kündigungsschreiben. Es geht aber gerade auch irgendwie um Wertpapiere. Ja, der Wert deines Lebens. Jesus Sirach, was ist dir dein Leben wert? Oh mein Gott. Ich rief her, mein Vater, bist du mein Gott? Mein rettender Held? Die Heldenreise des Nachbarn, vom Nachbarn. Das Buch Jesaja. Die Untreue des Volkes. Ich habe Söhne großgezogen und emporgebracht, doch sie sind von mir abgefallen. Der Ochse kennt seinen Besitzer. Man kennt den Besitzer, ermittelt. Und der Esel, die Krippe seines Herrn. Es geht auch um die Kripo. Oh Baby, was hast du wieder angestellt? Oh Baby, du lügst für mich und ich lüg für dich. Skrupellos, über Leichen gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Fahrerflucht, ne? Ausgegossen. You're running with me. Du rennst mit mir zusammen. Jemand fährt ja schon direkt auf den Turm zu, ne? Gegen die Wand geknallt. Die Garage war offen. Ich bin direkt mit dem Fahrrad in die Garage gefahren.
Ja, Arbeit und Aktivität. Wir alle brauchen Gott manchmal, ne? Es geht ja um das Berufsleben, Beziehungsarbeit, ja, beziehungsweise es geht um Kinderbetreuung, um die Alltagsbewältigung. Jemand ist aber auch total überfordert mit seinen Hobbys. Es geht um Arbeitskollegen, ein körperlich anstrengender Job für Kinder und die Schule. Die Übermütter, die Helikoptereltern, der ADAC-Helikopter, die Untreue, ein Businessmann, ja, let's get down, immer down, der Friedensermittler, es geht um, ja, ein Friedensmittler. Es geht aber auch gerade um skrupelloses Verhalten im Hier und Jetzt leben, sich von negativen Erfahrungen in der Vergangenheit und Erwartungen an die Zukunft lösen. Millers, Muskatnuss, Trigonostoma, Milleri, Trigo, Trei, Stoma, Stur, Gono, was ihr liebt. Der Sonnenstern, die Lastenträgerschnecke. Und das sieht ja auch aus, ne? Das sieht ja aus wie so eine, ja, wie so eine Wendeltreppe, ne? Könnte auch ein Vulkan sein. Unterschätzen, abwerten, Schmetterlingsflügelschnecke, Strombus Pipus. Mama, ich muss mal Pipi. Es geht auch um kleine Kinder gerade. Und es geht um ein Zahnrad. Das Rad des Schicksals, ohne Skrupel losgegangen. Und es geht um Gott. Das Lied läuft ja gerade nicht aus Zufall, ne? Ja, Jesus bleibt. Manche Sachen hat Jesus gemacht und manches der Teufel. Es geht gerade um Aktivität. Ich bin gestern auch mal eine große Runde gelaufen. Das habe ich mit meinem Hund früher auch gemacht. Ja, ich wünsche mir auch so sehr, aber das kann ich mir im Moment nicht mal leisten. Man zahlt ja auch immer eine Schutzgebühr noch. Mangelnder Selbstwert, die 66, Quersumme 12. Der Hängende. Okay, da möchte was raus. Auf alle Viere gekrochen. Der Vierbeiner. Please. Stay, zu hohen Ehren kommen. Aber Ehre kann einerseits was Positives sein, aber Ehre hat auch manchmal was von Stolz, ne? Ja, dein Herzensmensch, glaube ich, schreit auch gerade so, ne? Aber er zeigt es nicht. Der Ochse kennt seinen Besitzer. Dein Herz und deine Seele weiß eigentlich auch immer, wo man hingehört. Und Tiere wissen auch, wo sie hingehören. Ja, du hast den Falschen, nicht den Willen Gottes erkannt. Den falschen Besitzer. Manchmal fühlt sich ein Hund nicht wohl oder die Katze nicht wohl und dann sucht sie sich einen neuen Besitzer. Eine Bekannte von mir, habe ich ja erzählt, ne, der ist ja auch eine Katze zugelaufen. Die weckt sie immer, wenn sie mal muss. Jeden Morgen um 5 hat sie erzählt, wird sie geweckt. Ja, das Zahnarztlächeln, lächelnd weggelächelt, nur für einen Zweck benutzt, immer nur die Leute sich so geholt, wie man sie sich gebraucht hat. Sehr egoistisch. Das Buch der Richter, ja, schon vorproduziert, vorprogrammiert, ein Programm abgespielt. SOS, ich brauche jetzt Hilfe. Beruf, Schule, Alter, ja, alter Falter. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, ne? Legen wir Wert auf sowas oder geben wir uns mit was Einfachem zufrieden? Es geht um Aktivsein grad, ja, Tat, eine Tat, ein Tätertä. Und es geht um Ehebruch. Jemand kann nicht schlafen. Stress, Schuldgefühle. Verweilt, eine Weile ein Thema. Das Geld war immer ein Thema. Ja, viel Geld gewinnen.
Run, run, run. Und es geht gerade ums Bewegen, ne? Eine materielle Vermehrung. Man sagt ja immer, der Partner ist der größte Gewinn, in Anführungsstrichen. Aber gut, dann wollen wir das mal so gelten lassen. Ja, jemand, der sich vielleicht auch immer mit den Antworten zufrieden gegeben hat und hat selbst nie nachgeforscht, mit seiner Begabung Geld verdienen. Ja, Berufung, ne? Wenn Gott ruft, können wir uns das manchmal nicht im Kopf erklären. Eine Berufung, einer Berufung folgen. Aber hier sind so viele Geldsäcke. Ich muss immer an einen Transporter denken. Man muss auch immer den Ausgleich suchen zwischen Beruf und Freizeit. Ja, es geht auch viel ums Sport machen, um die Bewegung. Ich jogge auch immer an so einem Weg direkt in die Felder. Ja, ab in die Felder. Dann kann ich atmen und fühle mich frei. Es geht um irgendwas Finanzielles. Eine Bewerbung stark, eine starke Bewerbung, talentiert. Es geht gerade um viel Geld auch irgendwie, viel metallisch, Heavy Metal ist auch nicht immer Satan. Man muss immer gucken, ich finde manche Prediger gut, aber manche übertreiben es echt auch ein bisschen und verteufeln alles auch an Musik, denn es gibt auch Heavy Metal Bands, die sogar über Jesus Christus singen. Da ist nicht immer eine Satansbotschaft drin, finde ich manchmal ein bisschen übertrieben. Es geht aber auch hier um die Elf. Was waren das noch gewesen? Fragt man nach dem Ausgang aller Angelegenheiten, darf mit Erfolg gerechnet werden. Okay, es geht um Finanzen. Bis jetzt liegt hier noch keine Liebe. Und um Kontakte. Eine Kontaktanzeige für Geld. Das kostet manchmal Geld, ne? Renn, renn, renn. Der Rennweg, der Rennsteig, der Harz. Der Steiger, das Pferd ist gestiegen. Wenn das Pferd bockig ist, geht es vorne hoch, ne? Kontakte, Papier und Nachrichten. Im Moment passiert ja auch so viel, ne? Ja, den eigenen Standpunkt im Leben erkennen. Es geht um Post. Ein Drohbrief. Innerhalb einer Woche eine Nachricht. Man muss gerade auch gucken, irgendwie geht es viel um Redseligkeit und Schwatzhaftigkeit. Ist auch eine kommunikative Karte, ne? Ja, da fällt mir doch so ein Tierkommunikationstrainer ein, wo man mal lernt, an Bildern zu erkennen, ob ein Tier noch lebt oder nicht. Ich glaube aber, das kannst du auch noch mit der Kraft Gottes. Das habe ich alles hinter mir gelassen. Ja, untreu. Den falschen Gott, der Rechtsstreit Gottes mit seinem Volk. Kommt her, wir wollen sehen, wer von uns Recht hat. Waren eure Sünden auch tot, wie Scharlach? Sie sollen weiß werden wie Schnee, wären sie rot wie Purpur. Sie sollen weiß werden wie Wolle. Ist ja krass, es geht gerade auch um die Farben, Frau Holle. Ja, wenn ihr bereit seid zu hören, dann sollt ihr den Ertrag des Landes genießen. Irgendwie, es geht ja, wenn ihr aber trotzig seid und euch weigert, werdet ihr vom Schwert gefressen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Ach, sie ist zur Dirne geworden. Die treue Stadt, einst war dort das Recht in voller Geltung, die Gerechtigkeit war dort zu Hause, jetzt aber herrschen die Mörder, dein Silber wurde zu Schlacke. Schlank und Rank, die Ranke, dein Wein ist verwässert. Verbessert. Der eine hat sich verbessert und der andere hat sich verwässert. Zu viel gegossen, dann verfault der Samen. Ja, dann verliert man die männlich oder Weiblichkeit, ne? Deine Fürsten sind Aufrührer und eine Bande von Dieben. Alle lassen sich gerne bestechen und jagen Geschenken nach. Die Benefits? Ja, aktiv. Aki. Haki. Die Hacker. Bei der Arbeit. Alle lassen sich gerne bestechen und jagen Geschenken nach.
Sie verschaffen den Weisen kein Recht, die Sache der Witwen gelangt nicht vor sie. Darum, Spruch Gottes des Herrn, der Heere des starken Israels, wehe, wehe meinen Gegnern, ich will Rache nehmen an ihnen, mich rächen an meinen Feinden. Es geht gerade auch viel um Rache, ne? Aber ich sage immer, überlass das Gott. Das ist Jesaja, ja, 1, der Magier. Jemand ist zur Dirne geworden, männlich wie weiblich, ne? Geld veruntreut. Mit der häuslichen Treue haben wir es auch nicht so genau genommen. Ja, helft den Unterdrückten, die unterdrückte Nummer. Manchmal ruft dich jemand an, ja, gerufen, berufen. Und dann ruft derjenige nicht mehr zurück. Und dann denke ich mir immer, so wichtig kann es ja nicht gewesen sein. Ja, der rote Audi, da steht ein rotes Telefon. Jemand sieht rot oder jemand mag die Farbe rot. Angst vor Einsamkeit. Ja, when you lose control, dann komm zu Jesus. Jemand, der gefangen ist, jemand, der sich gefangen fühlt, jemand, der gerade isoliert ist. Aber vielleicht trennt Gott auch gerade etwas. Die Sackgasse, es geht um Einsamkeit. Jemand schweigt, hat alles irgendwie immer mitgemacht, hat keine eigene Meinung. Fühlt sich vielleicht gehemmt und hat deshalb nie zurückgerufen. Ja, der Starnberger See, still und starr ruht der See. Ein See, der eine dicke Eisschicht hatte im Winter. Ja, verschlossen, geschlossen, beschlossen. Abhängig gemacht sich immer von anderen. Eine Einschränkung. Der Wagen auf dem Kopf, der Wagen, das könnte auch ein Rollstuhlfahrer sein. Ja, eingeschränkt. In der Bewegung, festgefahren, manchmal kommst du nicht mehr weiter, wenn du im Schlamm feststeckst und andere laufen vorbei und niemand hilft, ne? Ja, niemand hat geholfen, kein Weiterkommen. Ein Familiendrama, ein Familiengeheimnis, ein Familiengeheimnis? Eine Bindung, eine Partnerschaft? Eine Karte noch, 37. Jerusalem als Mittelpunkt. When you lose control, das ist ja, vorhin lag es unterm Deck, es ist vorhin auch schon rausgekommen. Also möchte uns das was sagen. Ja, ich möchte dir jetzt was sagen. Die eigene Wohnung, etwas steht schon im Raum, etwas ist schon ganz nah. Jemand will aktiv werden. Juhu, Jackpot, ja, 11, 11. Etwas, was im Raum steht, es geht um die eigene Wohnung, es geht um das seelische Innenleben. Der Stuhl ist noch leer. Ein kleiner, runder Beistelltisch. Ja, nebenbei was verdient und nicht bei der Steuer angegeben. Ich habe keine Zeit für private Legungen. Ja, die eigene Wohnung selbst gemacht. Die Benefits, die Fitten, mit Spülmittel geschmiert und nachgeholfen, extra sauber geputzt. Die eigene Wohnung auf Hochglanz putzen. Es geht gerade um Frühjahrsputz auch noch, ne? Das reiche Mädchen. Die eigene Wohnung. Es geht um seelische Verbundenheit. Ein Liebesnest. Ein extra Raum für das Berufliche. Einen neuen Job. Das kann auch für was... fürs Elternhaus noch gerade stehen, ne? Jemand, der auch noch zu Hause wohnt. Haben wir da noch was vergessen? Ja, hast du noch was vergessen? Jemand, der immer, ja, beständig ist, geht auch um den Vollmond. Nachts. Juhu, die Privatsphäre. Arbeitslosigkeit. Ja, privat, gemütlich, sensibel. 24 Stunden bis 4 Wochen, aber ich finde immer, mit Tarot kann man noch ein bisschen tiefer gucken. Freude, Lob und Anerkennung, dahinter liegt der Betrug, ein Bettbetrug, irgendwas Schicksalhaftes, die Reise, der rote Audi, ein Coupé, ein Cabriolet, Jolé, oh weh, ja wehe, wehe, ne? Gott hat schon ein paar Mal gedroht. Lost in Echo. Es geht um die Arbeitsstelle vielleicht gerade. Es geht um den Beruf. Es geht darum, dass man gerade aktiv werden muss. Und wir müssen lernen, irgendwie auf Gott, auf die Stimme zu hören. Ich nehme immer die Bibel und schlage sie einfach auf.
Das ist dann kein Wochenhoroskop, wie ich es letztens mal gehört habe, sondern Gott lässt mich ja nicht umsonst die Stelle aufschlagen. Ja, Jerusalem als Mittelpunkt des messianischen Reiches. Messing, es geht gerade um Datenklaune, viel Geld, um Kontakte, um Nachrichten. Etwas ist schon sehr, sehr nahe, ja, sehr nahe. Gott kennt uns alle schon vorher und Gott zieht uns ins Herz. Manch einem kann man das schon an der Nase ansehen. Der Thriller SOS, die Rettungsleine, nur zu einem Zweck aufgerufen, die Aufrufszahlen, sündiges Verhalten, das Zahnarztlächeln, jemand hat es immer nur weggelächelt. Ja, lächeln und winken. I feel so good. I feel the rush. Ich spüre was ganz anderes. Die Wertermittlung ist abgeschlossen. Revision. Ja, Anzeige folgt. So hieß auch mein Video. Es geht gerade um Entschädigungszahlungen, wenn man den Ruf zerstört oder mit Absicht jemanden unterdrückt, ne? Ja, wish I could be the one. Man kann sich ganz viel wünschen, aber am Ende entscheidet Gott. Magie geschickt. Verliebt, verlobt, verheiratet, die Tankstelle, Mondschein, ein Alibi. Jemand leidet wegen Abwesenheit von Liebe. Vorsicht, es ist ganz schön dunkel. So finish. So, fertig. Ich habe fertig. Es geht auch um Fußball und um Italien. Wenn du dein Haus nicht bald mit Gott besetzt, eine Besetzung, ein Haus ist besetzt, von Anfang an verflucht, war keine gute Idee. Das kleine Häuschen im Grünen, ja, wenn Sünde ins Haus eingezogen ist, die 7-Tage-Challenge, das Abnehmprogramm ist leichter als du denkst. Einfach nur rausgehen, Sport machen und gesund essen und keine Hilfsmittel benutzen. Das sollten wir auch nicht ins Ehebett mit reinbringen, ne? Dann ist es nicht echt, wenn ich mich schon antörnen muss, damit überhaupt noch was geht. Ja, hängen geblieben, neidisch auf das Jugendliche. Memories, gefangen in Erinnerung. Eine Vision, Revision. Eine Vision kommt zurück. Ja, kommt zurück. Bitte, ich brauche dich. Der Tag Jahwes, der Tag Gottes. Es geht gerade auch viel um Ostern. Runaway, man rennt. Magie, die drei der Schwerter. Osterroulette, russisch Roulette, solange der Vorrat reicht. Ja, es reicht. Sag doch einfach mal nein. Der Endzug, der letzte Zug. Erscheinung. Manchmal fahren die Züge nur bis 23 Uhr, bei uns hier auch. Ab Braunschweig, ja, und dann geht nichts mehr. Hotel Hölle, ein Jahr Hölle. Frau Holle schüttelt die Betten aus. Pechmarie und Goldmarie, runtergefallen. Das Telefon in der U-Bahn, freiwillig gerufen. Der Missbrauch ist bei dem einen oder anderen auch gelogen, ne? Bitter an dich zu denken, alles kaputt gemacht. Ja, Abschied, geschieden, der Schiedsrichter, weine nicht, der Trost Gottes, sich getröstet mit der Manga, mit diesen Manga-Filmen, oder wie heißen das hier, diese japanischen Filme, der Stachel sitzt tief, Shikore, ein Indianer, Shikoro, aber Chico. Chico, ist das nicht auch so eine Kindermarke, so eine Wagenmarke, so ein Spielzeughersteller? Choreus, eine Choreografie, eingeübt, ein Tänzer, Flashdance. Wie heißt der Film? Der Weg zum Ruhm, Fame. Oh Baby, ich weiß nicht, ich sehe gerade so einen ganz jungen Mann, ein Tänzer, Mangroven. Groovy, Manga, eine Mango, ein Evangelist, ja Eva, war Eva wirklich so listig im Paradies? Man schiebt ja gerne immer den Frauen alles unter, ne? Es gibt schon durchtriebene kleine Miststücke,
Aber es sind manchmal sind es auch die Männer. Ja, Gesellschaft, in Gesellschaft, war noch viel zu jung, hat schon früh angefangen zu manipulieren. Ein gestörtes Elternhaus, aber das ist lange noch keine Berechtigung, Menschen zu zerstören. Jemand, der immer Ausreden hatte, 3 Jahre Freiheitsentzug, wenn Tassen und Flaschen fliegen, Hall of Fame, famos Fame, Thunder, der Zorn Gottes, 2 Nägel sind abgebrochen, ich muss ins Nagelstudio, ja, coming home. Jemand hat sich die Nägel gekürzt. Das Rad des Schicksals. Ja, das Rad, die Garage ist offen. Ich bin direkt reingefahren. Jemand ist entweder direkt reingefahren ins Stauende. Es gab ja auch so schlimme Unfälle, habe ich gehört. Das hat man auch in den Karten gesehen, ne? Eine Lösung gefunden. Die 3 der Stäbe. Es geht ja darum, in die Ferne zu schauen, zu warten, bis das, ja, die Rettungsleine. Das purpurne Gewand, gewendet, das Rad des Schicksals, es ist ja immer eine Veränderung, es geht um Erfolg, es geht um neue Bedingungen, es geht um Wachstum, die 10, die Ewigkeit, der Kreislauf des Lebens, es ist ja eigentlich immer alles schon vorherbestimmt, ne? Immer schon alles vorher gewusst, immer alles besser gewusst, ja, das Rad. Es geht um etwas Rundes. Ich sehe gerade aber auch so eine Sushi-Bar, ne? So ein Ding. Gibt es doch so eine Dinger, da wo die Platte um sich dreht, ne? Die Platte gedreht, umgedreht. Freiheitsentzug. Das könnte auch so ein bisschen für den Globus stehen, wo man sich aussucht, wo geht's denn jetzt hin? Der Teufel, wenn das Rad in die Richtung geht, würde es den Teufel platt machen. Man muss in eine Richtung jetzt gehen. Es geht auch um Erfolg und Glück. Gluck, gluck, weg war er. Die fliegenden Tassen, die Flaschen sind geflogen. Message in the bottle, hall, hol. Jemand, der innen drin hohl war. Die Sonne, das ist ja Lebenskraft, ne? Ja, der Frühling. Was jetzt noch vielleicht ein bisschen kompliziert ist oder ein bisschen schwierig ist, wird gut ausgehen, wenn man bei Gott ist, ne? Oh, die Dürre. Was du unbedingt willst, kriegst du nicht. Es geht gerade um tote Köpfe. Tod im Kopf, geistig tot. Dur. Langsam. Aber das Wetter wird ja am Ostern auch sehr schön. Vielleicht bekommst du irgendwelche Nachrichten vom Verliebtsein. Oh Gott, ja, die Gnadekarte, die Verliebtheit loslassen. Aber dafür muss man halt manchmal was loslassen, ne? Ja, entgegen der Erwartung, entgegen der Vorstellung, eine Vorstellung, wie etwas zu sein hat. Die Sonne ist Lebenskraft, wie eine Neugeburt. Wir müssen wieder werden wie ein Kind, ne? Aber die 25 ist ja zu hohen Ehren kommen. Eine positive Karte. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Head down. Alles ist bestens. Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut. Es geht um intellektuelle Tätigkeiten. Eine Prüfung bestehen. Körperliche Genesung. Es geht auch um Kinderbetreuung. Irgendjemand ist total überfordert. Aber eine Person, eine Situation wird sich verbessern. Eine Ehre. Manchmal ist man geflasht von einem Menschen, dass man diesen Menschen kennenlernen durfte. Oder erstmal richtig kennenlernen kann. Entzugserscheinung. Eine Erscheinung gehabt. War immer unauffällig, die Fälligkeit, Gefälligkeiten getan, die Eitelkeit, das Telefon, man braucht immer Markenklamotten, ja, es geht um Straftaten und um Missbrauch, die U-Bahn, Berlin Calling, die Sonne, ein sommersonniger Tag, der rote Vorhang,
Es geht auch um Segen, von Gott gesegnet zu sein. Es könnte auch um eine Schwangerschaft gehen, ne? Der eine freut sich darüber und der andere vielleicht nicht. Also Leute, was geht denn? 1, 2, 3 große Arkana. Die lieben denn eine wichtige Entscheidung. Ja, ist dir Geld wichtiger oder ist es dir wichtiger, eine Partnerschaft zu führen, ohne betrogen zu werden? Das ist ja die sogenannte Seelenverwandtenkarte. Es geht um eine Partnerschaft, es geht um Liebe und Romantik. Ja, das ist auch wieder diese sexuelle Energie. Das ist der Sündenfall im Paradies. Ein Kind, eine Schwangerschaft. Aber irgendwas ist ja, da ist ein Stabritter, das ist ja so eine Liebhaberenergie. Das Ass der Stäbe und der Hängende. Eine kurzfristige Chance, eine gute Nachricht. Das ist ja auch eigentlich immer ein mutiger Mann, ne? Es geht um irgendeine Verhandlung. Ja, hat eine Mission. Mission Impossible. Manchmal erkennen wir unsere Mission im Leben nicht gleich, ne? Eine spontane Reise. Es geht um Leidenschaft, ein aktiver Mensch, aber auch ein sexuelles Abenteuer, ne? You are my universe. Da ist die Heilungskarte. Ich muss jetzt mal Pause machen. Ja, setz dich wieder, ruh dich aus. Fühl dich wie zu Hause. Es geht um Entspannung. Es geht um Beten. Es geht aber auch um eine Planung, ein Krankenhausaufenthalt. Paradise. Gerade entlassen. Die prophetische Kraft. Eine Wahl. Ja, man muss nachdenken. Ja, ich muss mich gerade noch mal sammeln. Jemand ist sehr aufgeregt. Der Junggeselle sitzt in der Zelle oder saß in der Zelle. War keine gute Idee. Hat sich zu viel inspirieren lassen, vielleicht von schlechten Sachen. Ja, im Angesicht des Unglücks, der Hurricane. Es geht darum, auch wieder in Schwung zu kommen. Es geht gerade viel um die Bewegung, sportlich, rausgehen, das Leben genießen und sich nicht nur auf die schlechten Sachen konzentrieren. Ja, schlechtes Raumklima, sexuelle Energie, verschmutzt. Oh Baby. Es geht gerade ums Evangelisieren. Gelee. Da ist ja Schweineknochengedöns drin, ne? Für Veganer nicht geeignet. Aber es gibt ja vegane Gummibärchen. Der Gummibär. Die Liebenden. Es geht um die Liebe. Zentral, ne? Die Zentrale. Eine wichtige Entscheidung getroffen. Die Paarzeit, die Paarungszeit. Ja, die willig, die billige willig. Manchmal muss man aufs Geld achten. Es geht um ein Rad, eine neue Bedingung, um Wachstum und um Spanien. Viel Sonne, sehr heiß, ein weißes Pferd. Es geht auch um Kinder, es geht um Optimismus. Eine bessere Zeit wird jetzt kommen. Um Begeisterung, um Spaß und Erfüllung. Aber wie gesagt, um Schwangerschaften, ne? Kontakte, die Sonne. Kontakte von weiter her. Oh Herr, zeig mir meinen Weg. My Universe. Oh, die Stabkönigin, die spiegelt auf die Sonne. Die Stabkönigin muss ja nicht immer eine Hexe sein. Das ist ja eine sehr attraktive Frau. Ja, die hat viel Feuer, aber manchmal ist sie zu abergläubisch. Is it over now? Schätzt ihr zu Hause? Charismatisch und attraktiv und sinnlich. Die Party Queen. Das ist nicht unbedingt vielleicht auch dann mit den Eigenschaften jetzt, ne? Ich habe es mir ja nicht ausgedacht. Ist es vielleicht nicht immer eine Frau fürs Leben? Die hat sehr viel Feuer und die kann auch die Lebenskraft sehr schnell wieder verlieren, wenn sie sich das nicht einteilt. Ne? Ja, teilst jetzt gut ein. Spiegelt auf die Sonne. Ein Segen, den Segen ausgegossen über jemanden, eine
ein beliebter Mensch, die Geliebte, steht gerne im Rampenlicht. Aber das ist jetzt eine Eigenschaft, wo ich mir denke, ist das von Gott gewollt? Denn ich denke mir immer, ich halte mich lieber dezent im Hintergrund und bin nicht so aufdringlich. Und man sagt ja auch immer, ne, das ist die breitbeinige Königin. Eine Schwangerschaft? 10 der Münzen. Es geht ums Geld. Over now. Ums Haus, um die Vorfahren. Eine langfristige und finanzielle Stabilität. Die spiegelt auch auf zu hohen Ehrenkommen. Zu hoch gekommen. Wer zu hoch hinaus will, der ist in Gefahr. Es geht aber irgendwie hier auch ums Geld. Ich sage, ihr habt doch gesagt, ne, finanzielles und die Liebe sollte man trennen. Ja, wähle jetzt einen Weg. Ein Kampf geht los. Sie geht los. Sie geht. Eine Trennung. Der Junggesellenabschied. Ohne Name. Vor Freude. Früh angefangen. Ja, die Sonne geht auf, sehr früh schon angefangen. Es geht um Kontakte gerade, eine Nachricht von einer Stabkönigin oder einem Stabkönig. Jesus bleibt, Jesus hat das gemacht. Ja, ich war das nicht. Die Mitra, Papst, päpstlich, ein Friedensmittler, harmoniebedürftig, völlig überlastet. On your couch. Auf deiner Couch, war immer unauffällig. Eitelkeit. Eine Stabkönigin kann auch eitel sein. Ja, freiwillig gerufen. Es geht um Missbrauch und um Straftaten. Eine Karte brauchen wir noch. Nachrichten. Irgendwelche Nachrichten, die du bekommst. Ja, es kann ja auch im Fernsehen irgendwas laufen, ne? Die Kamera ist mitgelaufen. Untreu, die 2 der Schwerter, manchmal in die falsche Richtung gegangen. Es geht um Streitigkeiten und die spiegeln auf das Rad. Ja, running, in welche Richtung? Es geht um eine neue Bedingung, aber die neue Bedingung könnte vielleicht auch die falsche Richtung sein. Es geht um Veränderungen, eine Trennung. Untreu. Etwas steht im Raum, ne? Es geht ja gerade um Untreue, ja, ein Gefühl, völlig überlastet. Kann auch ein Stabkönig sein. Den einen oder anderen Kontakt sollte man vielleicht manchmal lieber canceln, ne? Ja, ich kenne sie, anstrengende Person. Es geht um die 7 der Stäbe, Angriff oder Abwehr, ne? Erfolg, es geht um irgendeinen Vertrag. Manchmal verändert eine Begegnung alles, ne? Es geht um Streit im Haus. Und das spiegelt gerade auch, ja, die Entzugserscheinungen in die falsche Richtung. Manchmal ein bisschen hier und ein bisschen da. Ich weiß nicht, eine Stabkönigin, wenn man jetzt mal, ja, den Sachen glaubt, was man so hört, ne, charismatisch. Charisma, das Trauringstudio, eine wichtige Entscheidung, das Studio. Phil Collins, Studio, ja, stupid, du lügst für mich und ich lüge für dich. Enttäuscht von einem Dienstleiter, aufgelauert, angeleiert, die Amtsperson geschickt, die Verursacher, es geht auch um den Gerichtsvollzieher, die Leiter, es geht auch um eine Leiter, eine jemand, der klein ist, der nicht überall rankommt, ja, kommt nicht ran, kann nichts tun. Die OP-Schwester, noch viel zu jung, hat schon früh mit OPs angefangen, selbst an sich rumgedoktert. Doktor, Doktor, ja, Sühne, Opfer, du wusstest es. Jesus muss jetzt all das tun, um es wieder in Ordnung zu bringen. Und es geht um einen Ersatz, an der Ecke hängen geblieben, die Sonne geblendet vom Licht. Ja, eine bessere Zeit spiegelt auch auf die Stabkönigin. I hope
Jo, ich hoffe auf dich. Die Stabkönigin, ja, ist da. Oh, da fällt ja direkt noch mein Stift runter. Mit dem schwarzen. Der schwarze Stift mit der schwarzen Kuppel. Okay, der schwarze Stift, schaut euch das mal an. Der Spiegel. Für was auch immer das gerade für eine Message ist. Aber ich nehme nochmal die Bibel. Ja, ein Pfarrer in Gefahr. Depressiv. Dann schnell, fahr jetzt. Eifersüchtig. 1 Stunde und 18. Der Mond im Mittelpunkt des Lebens, immer im Mittelpunkt stehen. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amots, Mozzi-Mabuse, das ist doch so eine prominente, ne? Eine farbige, wenn man das so sagen darf. Man weiß ja immer nicht, was man sagen soll, ne? Manche fühlen sich immer gleich auf den Schlips getreten. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als höchster Berg der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege, auf seinen Pfaden wollen wir gehen, denn von Zion kommt die Weisung des Herrn, aus Jerusalem sein Wort. Aber da es ja gerade um Aktivität auch geht, ne? Manchmal hat man die Eigenschaften einer Stabkönigin, egal was man sonst ist, ne? Jemand, der kämpft mit Leidenschaft, eine leidenschaftliche Nachricht. Ein Papier könnte auch verbrennen, ne? Das Osterfeuer. James Arthur, der Mann auf dem Sofa. Tulavio, die eigene Wohnung spiegelt auf die Aktivität. Irgendwas steht im Raum. Aber da das Rad des Schicksals dabei ist. Entweder wird das Schicksal verändert oder jemand hat gedacht, er kann ein bisschen Schicksal spielen und ist in die falsche Richtung gelaufen. Denn die Stabkönigin ist jemand, ein Stab ist Lebenskraft, ne? Sehr feurig, aber manchmal ist sie zu feurig. Es ist halt auch immer eine Person, die ist sehr sexuell orientiert. Das muss man jetzt auch mal so sagen, ne? Ja, die Sonne, der Frühling, in eine Richtung geguckt. Der Untreue, sie guckt ja direkt darüber. Ja, in die falsche reingehauen. Streitigkeiten, streitet dich, streitet um dich. Spitzhütte, die spitze Hütte, das Spitzdach, der Dachboden, die Liebenden. Es geht um Seelenverwandtschaft, es geht um eine Ehe, es geht um eine Beziehung, es geht um Romantik und Liebe. Ja, begehren, die Frau des Nächsten zu begehren. Es geht auch um Nachbarschaft gerade. Das hat Jesus gesagt. Sicher, bleib jetzt hier beim Arzt und Jesus. Diese Frau war auf Kurs, a course of miracle, und hat dann den Weg verloren. Ja, und hat dann den Weg verloren, untreu wieder geworden. Die Steuererklärung. Ich würde mal sagen, wir nehmen noch hier eine Karte, aber ich schlage die Bibel nochmal auf. Das war jetzt Jesaja. Ja, der Mittelpunkt. Die führenden Schichten. Ja, ein Leiter. Die Schicht geführt. Heavy Saurus. Die sauren Bonbons. Sauer macht lustig. Ja, weggelächelt. Aber hier liegen echt viele Arkana, ne? Drei große Arkana-Karten. Ja, drei. Der März. 3-3. Neue Bedingungen. Sofort verfügbar. Aber das könnte auch die falsche Richtung sein, ne? Eine Trennung auf dem Kopf. Rennung. Der Rennsteig. Eine Steigerung. Eine Steigung. Die eigene Wohnung. Irgendwas steht schon im Raum. Streitigkeiten, ja, streite dich lieber nicht mit Gott. Ja, eine Arbeitsgemeinschaft. Es geht auch gerade irgendwie ums Berufliche und es geht um die eigene Wohnung.
der Wohnraum, der häusliche Bereich, die Inneneinrichtung, Streit wegen der Inneneinrichtung. Es geht um seelische Verbundenheit und um ein Liebesnest, von zu Hause aus arbeiten, aber auch um Arbeitslosigkeit und dann streitet man sich gerade viel. Aber es geht auch um den absolut privaten Aspekt, ja, künstlerisch. Die Zeitkarte sagt, dass etwas schon im Zimmer steht. Ja, sagt das jetzt. 24 Stunden bis 4 Wochen. 24 Stunden Notdienst. Die Krankenschwester. Aber gut, diese Frau könnte auch einfach hochtemperiert sein, weil sie sich vielleicht gerade sehr viel bewegt. Oder sie lebt im Süden. Ein feuriges Weib. Vielleicht wirklich ein südländischer Typ, Mann oder Frau. Da gibt es Nachrichten. Takte, getaktet. Ja, günstig eingekauft. Kannst du das alles alleine tragen? Jesaja 66. Vorhin lag doch hier auch die 66, der mangelnde Selbstwert. Jonadelong, du bist niemals allein. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was wäre das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Was wäre das für ein Ort, an dem ich ausruhen könnte? Denn all das hat meine Hand gemacht. Es gehört mir ja schon. Das Haus gehört jemandem schon? Strahlend, jemand strahlt. Die Stabkönigin strahlt. Träume werden erfüllt, jetzt kommt eine bessere Zeit. Es geht um Erfolg und um Begeisterung. Spaß an der Arbeit. Ja, hat Spaß gemacht mit dir. Denn all das hat meine Hand gemacht. Es gehört mir ja schon. Ich blicke auf den Armen und Zerknirschten und auf den, der zittert vor meinem Wort. Zittern, das ist doch auch immer ein Zeichen von Angst und Stress, ne? Oder Entzugserscheinung. Man opfert Rinder und erschlägt Menschen. Man opfert Schafe und erwürgt Hunde. Eine Verbindung, eine attraktive, anziehende und reife Frau. Es ist ja nicht immer schlecht, wenn man Pfeffer im Hintern hat, ne? Ja, das Pfefferspray benutzt. In Würzburg gab es da auch einen Zwischenfall. Da hat jemand Pfefferspray abgekriegt, die Sonne, irgendwas, was brennt. Der Schritt, ja, die Nachrichten richten. Der Richter, sofort geopfert. Man bringt Speiseopfer und auch Schweineblut. Man spendet Weihrauch und preist Götzen. Es hat aber gerade auch was von einer Hexe irgendwie. Sagt man nicht, die Stabkönigin ist auch eine Hexe? Ja, magisch verdoppelt. Eigentlich heißt es doch, Liebe ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Aber der Stab ist halt natürlich auch immer Feuerenergie. Das ist viel Leidenschaft. Ja, geschafft, andere immer leiden zu lassen. Üble Nachrede. Ist nicht unbedingt eine Königin. Das ist manchmal schon eine sehr egoistische Person, ne? Ja, seid fröhlich mit ihr. Alle, die ihr über sie traurig wart. Saugt euch satt an ihrer tröstenden Brust, trinkt und labt euch an ihren mütterlichen Reichtum, denn so spricht der Herr, seht her wie einen Strom, leite ich den Frieden zu ihr. Ich wollte gerade sagen, fehlgeleitet, den Strom, Wasser und Strom unter Strom stehen und den Reichtum der Völker wie einen rauschenden Bach. Ihr Kinder, ihre Kinder, wird man auf den Armen tragen, auf den Knien schaukeln, wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. In Jerusalem findet ihr Trost, wenn ihr das seht, wird euer Herz sich freuen. Ja, wenn du das siehst, bin ich nicht mehr da. Es geht gerade um Armut, wird es immer geben, aber Jesus ist nicht mehr lange da. Ja, euer Herz wird sich erfreuen und ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. So offenbart sich die Hand des Herrn an seinen Knechten, aber seine Feinde wird er bedrohen. Ja, seht, der Herr kommt wie das Feuer. Wie der Sturm sind seine Wagen und im glühenden Zorn
Vergeltung zu üben, und er droht mit feurigen Flammen. Ja, mit Feuer und Schwert hält der Herr Gericht über alle Sterblichen, und viele sind es, die der Herr erschlägt. Ich meine, gut, die Stabkönigin hat auch viel Feuer, ne? Ja, Flammen gezüngelt, gezündet. Alle, die sich weihen und reinigen bei den Gärten für den einen, der in der Mitte steht, die Schweinefleisch, Würmer und Mäuse verzehren. Sie alle nehmen ein Ende. Ich kenne ihre Taten und ihre Gedanken und komme, um die Völker aller Sprachen zusammenzurufen. Habe ich nicht gesagt, jemand hat gut angefangen, aber den Lauf vielleicht schlecht beendet? Es könnte Streit geben in den eigenen vier Wänden oder das seelische Zerrissene. Es geht um eine Veränderung, aber es geht auch um die Untreue. In der Arbeit Geld veruntreut, ja, immer alles schön eingebongt. Die Retour, eine Retourkutsche. Denn ich sag mal, ja, jemand, der, wie soll ich ihn sagen, jemand, der schon eine krasse Ausstrahlung hat, aber immer auch die weiblichen Reize sehr stark benutzt. Ja, die Paper, Papiere, die Gizeh-Blättchen. Ja, geht's, Manni, geht's noch? Ich kenne ihre Taten und ihre Gedanken. Seht ihr das? Eigentlich sind das gute Karten, aber ich finde, mit der Bibel kann man sich dann ganz sicher irgendwie sein. Ja, oh Baby, eine Schwangerschaft hat Spaß gemacht, die Männer immer anzulügen. Eigentlich bin ich sehr untreu. Ja, eigentlich bin ich inspiriert, transpirant. Jemand schwitzt sehr stark, die Blitzschnecke. Wie vom Blitz getroffen, die Augen schießen Feuer. Jedes Auf- und Ab mitmachen richtet dem Herzen, nicht mit dem Hetzen, Herzen agieren. Denn ich sag mal, mit dem Herzen ist ein Stab nicht. Das ist mal immer so das Fleischliche auch irgendwie. Man brennt für eine Sache, man strahlt Positivität aus und auch Segen, ne? Auf irgendetwas war mal Segen drauf, aber dann verändert sich gerade irgendetwas. Oder jemand hat jetzt eine Entscheidung getroffen, ne? Das Haus ist mir schon so gut wie sicher. Die habe ich schon so gut wie geknackt. Ja, Pool. Push-Pull. Ich kenne ihre Taten. Gott sieht ja alles, ne? Ich stelle bei ihnen ein Zeichen auf und schicke von ihnen einige, die entronnen sind, zu den übrigen Völkern. Ja, du lügst für mich und ich lüge für dich. Die Nachrichten gelogen. Nach Tarschisch, Pul und Lut, Meschech und Rosch, Tubal und Javan und zu den fernen Inseln, die noch nichts von mir gehört und meine Herrlichkeit noch nicht gesehen haben. Ja, ich kenne nichts, was so schön ist wie du. Prüft das immer für euch. Es geht um eine Frau oder um einen Mann. Sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkünden. Sie werden aus allen Völkern eure Brüder als Opfergabe für den Herrn herbeiholen, auf Rossen und Wagen. Hey, 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 ab in den Süden. Ja, noch nicht von so viel Herrlichkeit gehört. Sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkünden. Eine Nachricht zum heiligen Berg, nach Jerusalem, spricht der Herr, so wie die Söhne Israels ihr Opfer in reinen Gefäßen zum Haus des Herrn bringen. Und auch aus ihnen werde ich Männer als Priester und Leviten auswählen. Ein Priester, die Frau des Priesters, kontaktiert, ja, ernst genommen. Es geht um Kommunikation, die wieder aufgenommen wird. Informationen, und es geht um die Tropen, tropisch. Der Titisee trennt Bolivien und Peru. Es geht gerade viel um warme Länder, ne? Ja, beruflich umgezogen. Aber irgendwas war da die falsche Richtung. Ja, Tränen, das Schicksal, der runde Teller, das Rad des Schicksals.
hat sich vielleicht in die falsche Richtung bewegt. Keine Ahnung. Denn das Rad rollt direkt auf das Pferd zu, ne? Mit dem Kind drauf. Das Mädchen auf dem Pferd, die Stabkönigin, ist halt sehr, ihr wisst schon, ne? Könnte wie gesagt auch männlich sein. Vielleicht ist sie aber auch schon liiert. Ja, Jeremia. Wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich erschaffe. Denn das Schicksal kann man nicht selbst bestimmen. Jemand hat geglaubt, er kann ein bisschen Schicksal spielen. Ein großes, rundes Mandala an der Wand. Ein Bild in der eigenen Wohnung. Streitigkeiten wegen der Inneneinrichtung. Jemand, der dann immer alles selbst bestimmen will. Das kann eine Stabkönigin ja ganz gut, ne? Ja, die Gerichtsworte. Die Richterin, das kann auch eine Richterin sein vielleicht, die hier jetzt urteilt. Ja, aber richte nicht über andere, sonst wirst du selbst gerichtet. Und da liegt ein schwarzer Stift mit einer schwarzen Kuppe. Schwarz-weiß, die hohe Priesterin. Nag, nag, den Tempel beschmutzt. 1,15, der Teufel. Help me now. Ja, helf mir jetzt. Jetzt kann vielleicht nur noch Gott helfen. Die Sprichwörter, die Worte Argus. Zahlensprüche. Der Blutegel hat zwei Töchter. Gib, gib. Drei sind es, die nie satt werden. Vier sagen nie genug. Die Unterwelt und der unfruchtbare Mutterschoß. Etwas war nicht fruchtbar. Die Liebe. Es geht hier um eine wichtige Entscheidung. Liebe oder Geld? Der Tresor. Eine Chefin könnte das auch sein. Ja, ich brauche Ersatz heute. Jemand kann nicht kommen. Gestritten. Mit irgendjemandem, weiß ich nicht, es kann ja eine Freundin sein, eine Schwester sein, eine Chefin, whatever. Und es geht um zu hören. Ja, zuhören. Hör mir bitte jetzt mal zu. Es geht aber auch um zu hohe Ehren kommen. Ja, zu hoch gekommen. Und Ehre kann manchmal, jemand kann manchmal sehr stolz sein, ne? Hat geglaubt, kann freihändig reiten und die Hände vom Lenker lassen. Man sollte nicht freihändig Fahrrad fahren. Das könnte manchmal das Fahrrad, das Rad sich vorne drehen und könnte in die falsche Richtung gehen. Das hat sich gereimt. Ja, der Übeltäter ist den Gerechten ein Greuel. Der Rechtschaffende ist für den Frevler ein Greuel. Jemand, der das nicht ertragen kann. Drei Dinge sind mir unbegreiflich, vier vermag ich nicht zu fassen. Den Weg des Adlers am Himmel, den Weg der Schlange über den Felsen, den Weg des Schiffes auf hoher See, den Weg des Mannes bei der jungen Frau. Kontakt in der eigenen Wohnung. Reu, jemand bereut etwas. Break my bones. So benimmt sich die ehebrecherische Frau. Sie isst, wischt sich den Mund und sagt, ich habe nichts Böses getan. Ja, ich war das nicht. Unter dreien erzittert das Land, unter vieren wird es ihm unerträglich. Vier Männer? Jemand ist ja noch viel zu jung gewesen für den Beruf. Unter einen Sklaven, wenn er König wird, und einem Toren, wenn er Brot im Überfluss hat, unter einer Verschmähten, wenn sie geheiratet wird, und einer Sklavin, wenn sie ihre Herrin verdrängt. Vier sind die Kleinsten auf Erden und sind doch die Allerklügsten. Die Ameisen sind kein starkes Volk und besorgen sich doch im Sommer ihr Futter. Clip, Dachse. Clip, Friseur. Die Haare versenkt, kaputt. Ein Volk ohne Macht und doch bauen sie ihre Wohnung im Fels. Die Heuschrecken haben keinen König und doch schwärmen sie alle geordnet aus. Unwritten. Eidechsen fängst du mit der Hand und doch wohnen sie in Königspalästen. Drei sind es, die stolz einherschreiten. Vier haben einen stolzen Gang. Die Gangschaltung, der Löwe, der Held unter den Tieren, ja, der Held vom Erdbeerfeld, der von keinem umkehrt,
konnte von keinem die Finger lassen, der Hahn, der einherstolziert, und der Leitbock, der Hammel und der König, wenn er von seinem Volk auftritt wie ein Gott, wenn du dich stolz erhoben und dabei blamiert hast, oder wenn du nachdenkst, so leg die Hand auf den Mund. Denn stößt man Milch, so gibt es Butter. Stößt man die Nase, so gibt es Blut. Stößt man den Zorn, so gibt es Streit. Der Anstoß, der Stein des Anstoßes, ja, hängen geblieben an der Ecke und du hast nichts gemacht. Das hat Jesus gemacht. Erfolg ist kein Glück, ein Wunder. Jemand, der einen Kurs auf Wundern macht, so ein komischer Dingsbums, ihr wisst schon, ja, und dann wieder verloren, dann war das vielleicht vom Teufel. Es gibt doch diese Coaches, ich habe das letztens auch gesehen, macht so einen Kurs für Wunder, so eine Wunderheiler. Ja, ich muss mich nochmal sammeln, konzentrier dich. Das hat nichts mit Gott zu tun. SOS, ein Thriller im Gerichtssaal. Das Rad dreht sich gerade sehr schnell. Das ist das Rad von Eric Prydz, Generate, der Generator. Und das fing ganz langsam an und wird immer schneller. Und dabei lief doch schon die Sirene, ja, blockiert. Und es wurde immer schneller und immer schneller. Und dann kannst du es nicht mehr stoppen, ne? Jemand, der nicht wirklich heilig redet, ja, die Unheilige, kein Segen drauf gewesen. Der Zuhälter ist ein Geschäftsmann oder die Zuhälterin. Eine Weitervermittlung, die Wertermittlung ist abgeschlossen, wurde unter Druck gesetzt und hat dann den falschen Streit geführt, mit den Falschen gestritten. Die Stabkönigin. Aber gut, es geht auch um zu hohe Ehren, kommt neue Lebenskraft, ein Kontakt, der vielleicht auch sehr wichtig ist. Der Partner ist der größte Gewinn. Es geht um eine wichtige Entscheidung, es geht um die Partnerschaft, um eine Verbindung, eine Anziehungskraft. Eine Stabkönigin kann sehr anziehend sein, ja, zu dir hergezogen, zu nahe gezogen. Die Party Queen, aber eine sehr beliebte Frau, die hat halt eine krasse Ausstrahlung, ne? Kann eine Hexe sein. Ja, unwritten kann manchmal sehr hemmungslos sein und auch manchmal sehr untreu, ne? Und fährt vielleicht zweigleisig. Denn das letzte Mal habe ich doch gelesen, berate dich nicht mit deiner Nebenbuhlerin, ja, die nette Nachbarin von nebenan, untreu. Eieiei, das ist ein Ding. Okay, ich würde mal sagen, 1,22. Ja, die netten Nachbarn, kleine Gefälligkeiten, die Zahlen sprechen für sich. Wenn du dich stolz erhoben und dabei blamiert hast, oder wenn du nachdenkst, so leg die Hand in den Mund, auf den Mund. Die Hand auf den Mund und sag nichts. Jemand hat nichts gesagt. Die Milch ist sauer aufgestoßen. Die geronnene Milch, noch zu grün hinter den Ohren. Die Milchfrau, die verstoßene Milch, jemand, der mit den Nerven am Ende ist, ja, die falsche Entscheidung, es geht gerade viel ums Paradies. Der Apfel, 3, hier sind 2, das ist vielleicht von Gott gewollt und da hat sich einer dazwischen geschoben. Die falsche Entscheidung, sich ungewollt fühlen. Und dann machen wir manchmal Sachen, die ein bisschen doof sind. Viele Doppelzahlen gerade, ne? 66, 55, 33. Krass. Ja, die Untreue. Das kann die Stabkönigin, glaube ich, schon ganz gut. Denn Feuer kann heute da sein. Ja, hast du mal Feuer? Aber morgen kann das Feuer schon wieder erloschen sein. Jemand, der kurz gebrannt hat für etwas. Ja, verbrannt. Sich die Finger verbrannt. Die metaphorischen Haare verbrannt, kann die Hexe sein, ein Antichrist, jemand, der sehr viele Kontakte für sich genutzt hat, der nur aus Eigennutz gehandelt hat, die Rache,
Falsche Entscheidungen führen uns fort von der Liebe, denn ein Stab hat nichts mit Liebe zu tun, ne? Ja, die Klamüden, der Klabautermann oder die Klabauterfrau, die Baufrau, eine Bauherrin. Wie habe ich letztens gesagt? Die Herrin Martha. Es geht um die Stabtomate. Der Zuhälter. Ermittlung. Ja, ein Ermittlungsverfahren. Das könnte aber auch eine Polizistin sein. Eine Stabkönigin hat ja vieles, ne? Das könnte auch eine Polizistin sein. Ein Traum wird wahr. Sie hat es geträumt. Erfolg bei einer Ermittlung. Kann jemanden wieder zusammenführen. Ja, Leischig. Es geht gerade auch um ein Studium und um die Arbeit. Eine anziehende und attraktive, reife Frau. Optimismus. Oh, wir treffen falsche Entscheidungen, weil wir an etwas festhalten wollen. Aus Angst, Unabhängigkeit oder Schuld. Aus dem Bedürfnis heraus, in etwas zu schwelgen. Aus Rache, Aufopferung, Besonderheit oder Rebellion. Falsche Entscheidungen dienen den Interessen unseres Egos, zu den Vergnügen oder sein Bedürfnis nach Fortbestand. Denn Stabkönigin ist halt wirklich schon auch manchmal sehr egoistisch, aus Eigeninteresse. Sie rebelliert gerne, hat zu Hause schon immer Ärger gemacht. Und das ist auch eine Frau oder ein Mann, der sind sehr stark auf Rache. Da guckt ja der Wurm raus, das Ungeziefer, die Hakenwürmer. Ja, stößt man den Zorn, so gibt es Streit. Der Regelverstoß 22, der Blitzer. Und irgendwie, ja, mal gut angefangen, klein angefangen. Und dann ist man in die falsche Richtung gegangen. Das ist ja auch eine Frau, die spielt sehr mit ihrer Weiblichkeit, ne? Bei den Nachrichten. Wir können unser ganzes Leben damit zubringen, den Preis der falschen Entscheidungen zu zahlen, die wir getroffen haben, oder sie wieder gut zu machen. Auf einer bestimmten Ebene ist unser ganzer Schmerz ein Gradmesser unserer falschen Entscheidungen. Jemand, der sich auch ritzt, ne? Da muss ganz viel Heilung rein. Er lässt uns wissen, dass wir einen Fehler gemacht haben und dass wir etwas falsch sehen, weil es in jeder Situation mindestens eine Sicht gibt, die wahren Frieden bringt. Die einzige Sicht ist meiner Meinung nach Gott. Ja, die Zahlen sprechen für sich. Und dass wir was falsch gemacht haben. Das ist vielleicht auch ein Mensch, der hat es nicht so wirklich mit Gott, ne? Dann vielleicht eher jemand mit, also eine Kelchkönigin. Das ist, glaube ich, noch so die einzigste, die sehr in ihrer Gefühlswelt ist. Und eine gute Verbindung vielleicht zu Gott hat, auf einer bestimmten Ebene den Fehler gemacht, es in jeder Situation mindestens eine Sicht gibt. Wenn wir diese neue Sicht finden, dann kehrt unser Selbstvertrauen zurück und wir können auf eine völlig neue Ebene des Erfolgs gelangen, die von falschen Entscheidungen weit entfernt ist. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit findest, dich entschuldigst, wenn es angebracht ist, dein Ziel auf das ausrichtest, was dich wirklich glücklich macht und neue Entscheidungen triffst. Wenn ein Freund oder ein Liebespartner diese Karte erhält, dann steht sie für die falsche Entscheidung, die er in der Gegenwart oder Vergangenheit getroffen hat und die wiederum heimlich von dir getroffene und immer noch wirksame falsche Entscheidung widerspiegeln. Der Spiegel, heimlich getroffen, in der Vergangenheit sich falsch entschieden. Ja, nur die Wahrheit wird uns frei machen und wir werden die Wahrheit wissen. Nur die Wahrheit kann dich weiterbringen, um dich frei und glücklich zu machen. Entscheide dich für die Wahrheit. Sie weist denen, die den Wunsch nach ihr verspüren, stets den Weg. Die Antworten auf alles, was du brauchst, die liegen in dir selbst. Wenn Gott in dir drin ist, ne? Ja, zugehalten, Revision, sofort gesetzt. Jemand setzt sich gerade auf den Hintern. Der Wunschpartner, wirklich die Wunschpartnerin, ist fraglich. Frag dich selbst, frag Gott. Spät
manchmal kommt eine Erkenntnis sehr spät, ne? Aber der zweite Teil kommt noch, ja, ein Zeitfenster. Die Liebe kommt noch. Ich denke schon, dass Liebe von Anfang an da sein sollte. Liebe kann sich zwar entwickeln. Und eine, ja, wenn man so, ne, Prediger oder auch sowas, wenn man dafür berufen worden ist, dann wächst das. Manchmal geht man falsche Wege und Gott korrigiert uns dann wieder. Ein Systemprediger, eine Systempredigerin, sehr charismatisch, es ist anstrengend, ein Vertrag noch auszuhalten bis zum Schluss, ja, bis zum bitteren Ende gekämpft, aber es ist auch Sieg durch Mut, ne? Einen guten Ausgangspunkt, einen guten Standpunkt, vielleicht verändert sich diese Person auch nochmal, aber das geht immer nur mit Gott, irgendwo muss gerade viel Heilung rein, 1,30, die Herrscherin. Eine Herrscherin zu sein ist schon gut, dann hast du alle Königinnen in dir drin, alles zu gleichen Anteilen. Aber hier hat eine Frau oder ein Mann, aufgrund von der Nationalität vielleicht auch, vielleicht ist das wirklich ein südländisches, sehr rassiges Vibe, aber es kann auch jemand sein, die einfach zu sehr im Leben mit dem Feuer spielt. Denn jemand hat vielleicht mit dem Feuer gespielt im Beruf, in der Schule und im Alter. Und dann kann manchmal das ganze Haus in Flammen stehen, ne? Ja, die Sonne, die Balken, die biegen, die biegt sich. Die lügt, dass sich die Balken biegen. Träume, es kommt eine bessere Zeit. Ja, Glück und Positivität. Eine Schwangerschaft. Vorausgesehen, die falsche Entscheidung. Es geht gerade um die Wahrheit, ne? Und hier hat jemand in den Apfel gegessen. Die Sünde, ja, der Baum der Erkenntnis, der Apfelbaum. Es hat gerade auch viel mit der Liebe zu tun, mit der Bibel zu tun. Wähle einen Weg. Und hier hat jemand die falsche Richtung gewählt oder steht kurz davor, sein eigenes Haus metaphorisch anzuzünden. Es wird brennen, habe ich ja gesagt, ne, das Osterfeuer. Wenn du dich stolz erhoben hast und dabei blamiert hast oder wenn du nachdenkst, ja, ich muss mich noch sammeln, ich muss erst noch mal erwachsen werden, so leg die Hand in den Mund und sag lieber gar nichts. Ja, sag lieber gar nichts, ne? Ich lüge für dich, du lügst für mich und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Eine Veränderung, eine neue Bedingung, der Überfluss, der Abfluss ist verstopft, verändert. Jesus verändert uns dauerhaft. Alle anderen Sachen, glaube ich, ist dann die falsche Richtung. Streit. Mit Freude gestritten. Gott streitet für uns mit Leidenschaft. Gott kann auch brennen. Der kleine Tiger, der Tigris, ja, SOS, ruft die Kripo und bete, beendet die Verhandlung. 2 von 2, die 22, ja, die Salbung wurde ausgegossen, aber nicht auf jeden, denn dann wäre das eine Kelchkönigin. Die Frist ist abgelaufen. Wenn Menschen nicht den Willen Gottes erkennen oder den Willen Gottes nicht tun, will es kennenlernen, wollte es vielleicht kennenlernen und hat aufgegeben. Das hat Jesus gemacht und das bleibt jetzt hier. I feel so good. Das Zahnarztlächeln, das Zahnpasta-Lächeln für den kleinen Mann, der Macho-Man, entgegen der Erwartung das perfekte Match. Die Erdnüsse für den kleinen Mann, Nüsse, der Naz. Der kleine Mann, ja, ich bin weg, ihr Lieben. Ich sag mal tschüss, hör auf dein Herz. Jemand ist überlastet und ist dabei zu versumpfen. Die falsche Entscheidung, das Geld vielleicht lieber gewählt, ne? So ist es mit den Karten. Eigentlich könnte man jetzt sagen, es sind gute Karten, aber man muss es mit der Bibel prüfen. Das Gericht über Juda, das Buch Zephania. Ja, die Fahne, die Alkoholfahne, hast du schon wieder getrunken? Mensch und Vieh, raffe ich weg. Der geraffte Rock, die Fische im Meer,
die Fischer, was die Frevler zu Fall gebracht hat, und ich rotte die Menschen auf der Erde aus. Ich strecke meine Hand gegen Juda aus und gegen alle Einwohner Jerusalems, und ich rotte an diesem Ort die Reste des Baalsdienstes aus. Falsche Götter anbeten, ja, samt den Namen der Götzenpriester, die eingetragene Marke, eine Götzenpriesterin, die Tempelhure, hat die Kontakte spielen lassen. Der Baalstempel im eigenen Haus. Ja, die Liebesbotschaften, ein Liebesbrief, der Kontakt wird wieder aufgenommen. Jemand nimmt den Kontakt wieder auf. Muss man immer prüfen, ob das gut ist. Vielleicht könnte dich das in eine negative Richtung ziehen, wenn du zweigleisig fährst und wenn du noch bei so einem Menschen auch noch mitguckst, ne? Ja, ich strecke meine Hand jetzt aus. Hold me closer. Alle, die sich auf den Dächern, auf den Drachen, auf den Dächern niederwerfen. Es geht auch um das Dach, ne? Schutz feels so good. Schweige vor Gott, dem Herrn, denn der Tag des Herrn ist nahe. Ja, der Herr hat ein Schlachtopfer vorbereitet. Er hat die eingeladenen Gäste schon dem Tod geweiht. Etwas ist schon zum Niedergang geweiht. Am Tag des Schlachtopfers des Herrn rechne ich ab mit den großen Herren und den Königssöhnen, männlich wie weiblich, ne? Und allen, die fremdländische Kleider tragen, Fremdgeher, die ist fremdgegangen, schon immer. An jenem Tag rechne ich ab mit jedem, der über die Schwelle springt, oder ein Mann, ein femininer Stabkönig, jemand, der sehr viel auf Sexualität nur Wert gelegt hat. Ja, das Rad, die Männlichkeit. An jenem Tag hört man vom Fischtor Geschrei. Es könnte Streit geben, ne? Der Turm ist in der letzten Zeit oft gekommen. Der Antichrist ist ja auch noch auf dem Vormarsch. Jammert, immer gejammert und hat immer alles bekommen. Ihr Bewohner, der Senkel, der Schnürsenkel, die Schnüre. Denn das ganze Krämervolk verstummt, das ganze Kosmetikgedöns verstummt. Ja, TikTok, ne? Kosmetik, es brennt, ich vertrag's nicht. Alle Geldwechsler sind ausgerottet. Die falsche Entscheidung. Gott hat einen harten linken Haken manchmal, darum werden ihre Reichtümer geraubt und ihre Häuser verwüstet. Okay, jemand hat sich schon sehr siegessicher gefühlt. Der letzte Lauf. Beende ihn gut, aber jemand hat den Lauf nicht gut beendet. Dick geworden, die dick geworden sind auf ihrer Hefe und denken, der Herr tut weder Gutes noch Böses. Darum werden ihre Reichtümer geraubt und ihre Häuser werden verwüstet. Ja, Milli Vanilli, girl, you know it's true? Das ist ja auch nicht echt gewesen, ne? Die Männer waren hübsch, aber die Stimme war nicht echt. Ja, das sind auch Nachrichten gefälscht. Sie werden Weinberge anlegen, aber den Wein nicht trinken. Da habe ich sogar noch geschrieben, ja, der Placebo-Effekt. Doch der Böse kennt keine Scham. Schamlos. Zu viel Haut gezeigt. Da habe ich sogar noch geschrieben, Zephania 8, die Kraft, es gibt zwei Seiten der Kraft, ne? Ja, Placebo, der Teufel, das Gericht, wehe der Trotzigen, der Schmutzigen, der gewalttätigen Stadt. Sie will nicht hören und nimmt sich keine Warnung zu Herzen. Sie verlässt sich nicht auf den Herrn und sucht nicht die Nähe ihres Gottes. Ihre Fürsten sind brüllende Löwen. Der Teufel, ihre Richter sind wie Wölfe der Steppe. Steppenwolf. Die Wölfe, die bis zum Morgen keine Knochen mehr übrig lassen, alles abgefressen, abgegrast. Obwohl Graser, das wären ja dann Vegetarier, beziehungsweise das wären ja die Schafe. Wölfe, das ist das Fleisch. Ja, es hat angezogen, nur das Fleisch hat angezogen, mehr nicht. Die Fleischpreise sind gestiegen, ihre Propheten sind freche Betrüger. Ihre Priester entweihen das Heilige und tun Gewalt dem Gesetz an, aber der Herr tritt für das Recht ein in ihrer Mitte. Er tut kein Unrecht. Morgen für morgen fällt er das Urteil.
Unheil, ein Unheil, morgen, morgen, nur nicht heute. Es fehlt nie beim Aufgang des Lichts, doch der Böse kennt keine Scham. Ich mach mal Schluss. Zephania 3, das Gericht. Ich dachte, ja, ich hätte noch ewig Zeit. Sicher fürchtest du mich jetzt, nimmst dir die Warnung zu Herzen und alles, was ich ihnen auftrug, werden sie immer vor Augen haben. Aber nein, sie begingen immer wieder all ihre schändlichen Taten. Es geht gerade, glaube ich, viel um Untreue und um Streit und um üble Nachrede, ne? Das Rad der Untreue gewählt, den Rat der Nebenbuhlerin gewählt. Es hängt auch noch mit der letzten Legung zusammen. Ja, darum wartet nur, Spruch des Herrn. Jemand wartet ja nur noch auf etwas, auf den Tag, an dem ich auftreten werde als Kläger. Denn ich habe beschlossen, die Völker will ich versammeln und die Königreiche biete ich auf. Ja, fang schon mal an zu beten. Kannst schon mal anfangen zu essen. Ich trage noch den Müll raus. Das Beweismaterial der Untreue. Ja, das beweist mir mal jemand, der gerade streitet. Dann schütte ich meinen Groll über sie aus. Die ganze Glut meines Zorns. Die Glut vom Lagerfeuer, das glüht ja dann noch sehr lange, ne? Denn vom Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt. Vielleicht schickt Gott aber auch eine Frau oder einen Mann, der hier dafür sorgt, ne? Gott benutzt ja auch einen Menschen als Werkzeug, die hier irgendetwas vollbringen. Ne? Ich bleib nicht lang. Ich sitze nur kurz da. Ja, verändert. Die falsche Richtung vielleicht immer genommen. Lieber zu Hause geblieben. Der ewige Kreislauf des Lebens. Ja, das ewige Problem mit der Untreue. Und das ist ja von Anfang an schon so gewesen. Ja, stadtbekannt, ne? Ich mach Schluss, ihr Lieben. Doch der Böse kennt keine Scham. Und ich glaube, wenn jemand schamlos ist, schamlos ausgenutzt, dann ist es ein Stabkönig oder eine Stabkönigin, ne? Beruf, Schule, Alter in den Vordergrund geschoben. Die Sonne, die nackten Tatsachen. Eine junge Stabkönigin, ja, strahlend hell. Träume haben sich immer erfüllt. Glück ist kein Zufall, beziehungsweise ist kein Zufall. Erfolg ist kein Glück. Es kann bleiben für kurz und dann fallen die zwei in den Keller. Ja, die zwei sind in den Keller gefahren. Keine Scham gekannt und haben es gnadenlos getrieben mit jedem. Wenn das wenigstens die Hure Rahab wäre, die hier jemanden geschützt hat, ne, eventuell, dann wäre es ja noch eine gute Sache. Okay, es könnte auch die Hure Rahab sein. Es ist manchmal immer so ein Undercover-Auftrag. Da muss man immer gucken. Es geht um Manga, Mangel. Es geht um Mygroven, ein Friedensmittler. Jemand, der sehr harmoniebedürftig ist eigentlich. Aber mit zu viel Feuer kann man alles verbrennen. Harmonie sind Gefühle. Da fehlt mir dann eigentlich der Kelch. Ja, Bolivien und Peru, Südamerika, Titisee trennt. Etwas trennt jemanden von Gott. Etwas wird getrennt. Die Salbung kann man manchmal vielleicht auch wieder verlieren. Der Hammer Gottes, der Paukenschlag. Auf den Teufel, der Placebo, ja, die Plazenta, die wird ja manchmal auch genutzt für eklige Sachen, ne? Der Teufel, die Verheißung für Jerusalem, der Name sagt schon alles. Ich bin weg, ihr Lieben. Ich bedanke mich, 1,43, ich bin jetzt ganz schnell weg. Die falsche Entscheidung ist gefallen, ja, die Gefallene, wie auch immer, männlich wie weiblich. Es geht um Arbeit und Aktivität, es geht um Hobby und Freizeit, um den Beruf. Die täglichen Pflichten, die Liebe, es geht um Arbeitskollegen, ein anstrengender Job, Haushaltsarbeit, die Haushaltshilfe, durch Arbeit zu Geld gelangen, Sportverletzungen könnten das auch sein, ne? Sportverletzungen, der Unfall im Haus, umgefallen durch Untreue, krank gewesen, eine Arbeitskrankheit,
Hobbys und Sport? Eine sportliche Leistung. Eine sportliche Leistung. Die Untreue? Lange durchgehalten? Okay, ich bin weg. Ich sag mal, ihr Lieben, ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen. Möge Gott auch den Heiligen Geist ausschütten. Aber wie gesagt, das macht er sicherlich vielleicht auch nicht auf jeden. Man sollte den Willen Gottes immer erkennen. Manche Menschen erkennen den Willen nicht, weil es manchmal auch nicht offensichtlich ist. Manchmal ist man inoffiziell für einen anderen Zweck bestimmt. Vielleicht manchmal auch der Richter zu sein. Aber mit zu viel Feuereifer kann man manchmal sein ganzes Leben verbrennen und gegen die Wand knallen. Jesus bleibt für immer bei dir. Und hier geht es um Götzen, um viel Götterei. Die Sonne ist der März, die Königin des Frühlings. Aber dann kommt halt auch der Sommer, ne? Ja, die Sommerzeit, eine bessere Zeit wird für dich aber auch definitiv kommen. Du musst halt nur gucken, mit wem du Kontakt hast hier, ne? Nicht mit der Nebenbuhlerin. Der Brief liegt schon auf der Ablage. Ja. Eine Nachricht wird kommen. Vielleicht das Beweismaterial, dass jemand in den falschen Streit auch vielleicht geführt, sich mit dem Falschen auch gestritten hat, vielleicht auch an der Arbeit, ne? Ja, der falsche Schein. Der falsche Krankenschein, das falsche Testament, die eigene Wohnung, der leere Stuhl. Ich bin jetzt weg, ihr Lieben. Gottes Segen, habt einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder. Bis ganz bald. Und jetzt mache ich ganz schnell Schluss. Bis denn.